Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lan und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Und zwar wollen wir wieder ein paar fortgeschrittene Rennen absolvieren. Diesmal hier die von Taltrassos. Und wie wir die absolvieren können, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes müsst ihr eine Quest erledigen. Und zwar kriegt ihr die hier am Anfang in der ersten Zone, wenn ihr euren Drachen bekommt. Und dann gibt es einmal hier insgesamt 8 Drachenrennen. Die müsst ihr in der normalen Schwierigkeitsstufe einmal absolvieren. Die geht ja von Bronze bis Gold. Und wenn ihr die erste Quest absolviert habt, kriegt ihr die zweite für die zweite Zone, macht ihr da alle Drachenrennen, kriegt ihr die dritte für die dritte Drachenzone, macht ihr da die Rennen und dann in der vierten in Taltrassos. Wenn ihr alle 4 Zonen mit den normalen Rennen fertig habt, könnt ihr das einmal abgeben und dann geht das Spielchen von vorne los, Zone 1, 2, 3 und 4 mit den quasi schwereren Drachenrennen. Und das sind die Sachen, die ich euch jetzt zeigen möchte. Das sind quasi hier die schwierigere Voraussetzung, die wir haben wollen, also fortgeschrittener Modus. Und da hatte ich euch ja schon die ersten 3 Zonen gezeigt. Die einfachen Sachen in Gold hatten wir ja gelassen, aber die schweren, die hatte ich euch schon gezeigt. Wenn ihr da noch Probleme habt, guckt in die Videos rein. Und jetzt sind wir in der letzten Zone angelangt, das ist einmal Taltrassos. Und hier wollen wir jetzt auch natürlich auch wieder im Gold alle 6 Rennen abschließen. Sollten wir das haben, dann gibt es auch noch ein Achievement, wo man dann quasi alle von diesen anderen Achievements sowohl in der niedrigen als auch in der hohen Schwierigkeitsstufe abgeschlossen haben muss. Und da gibt es anscheinend Achievement für Bronze, für Gold und auch dann für Silber noch. Und ich würde sagen, da starten wir durch. Wir sind hier einmal auf den Koordinaten 57, 74 in Taltrassos und dort ist das erste Rennen, was ich jetzt absolvieren möchte. So, Try Nummer 3. Eben war ich 0,98 drunter, also etwa eine Millisekunde. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir das nur rausholen. Ich habe hier diese Wolke, die hier, habe ich gerade nicht mitgenommen. Und da müssen wir gucken. Vielen Dank fürs Subscriben. Ich gucke gleich nach dem Rennen, wer was, wie, wo, warum. Aber ich muss jetzt hier kurz mich noch konzentrieren, dass wir das Rennen noch in der Zeit schaffen. Oh, das sind gleich mehrere Subs. Vielen, vielen Dank. Oh nein, ich verkacke hier schon wieder. Okay, da noch hoch und Gold, Gold, Gold. Ah, Gold haben wir an den Alligator für 5 Gifted Subs. Grüße gehen raus. Und Gold haben wir hier einmal abgeschlossen. Dann können wir weiter zum nächsten, hätte ich gesagt. Gut, wir sind am nächsten Spot angelangt. Und zwar hier einmal auf den Koordinaten 57, 67. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal rein, ob wir das auch hier schnell erledigen können. Das war gerade nichts. Jetzt machen wir noch einen neuen Try hier. Das scheint hier eigentlich nicht so schwer zu sein, aber man kann hier leicht wo hängen bleiben. Ohohohoho! Da war ich ja schon wieder ein Millimeter vorbei. Ein Millimeter war das. Nochmal durchspeeden. Jetzt bin ich vorhin hier am Baum hängen geblieben. Komischerweise. Je nachdem, wie du auf dieses Windding drauf springst, kickt es dich anscheinend anders hoch, ne? Okay, hier werden wir wieder hochgeschleudert. Ah, das kostet so viel Zeit. Du kannst halt nichts machen, wenn du rumgeschleudert wirst. Bieten wir da nochmal rein. Na komm, 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 go, go, go. Jetzt mit Speed wieder hochgekickt. Dann ist da hinten eigentlich nicht mehr viel, oder? So, da das Speed-Ding nehmen wir noch mit. Und da haben wir das goldene Ding. Wunderbar. Nummer 2 ist auch abgeschlossen. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. Dann sind wir auf den nächsten Koordinaten. Und zwar befinden wir uns einmal hier auf den Koordinaten 59, 41. Und dann gucken wir mal, ob ich das nächste Rennen auch abschließen kann. So, nächster Try, Nummer 6 ist das. Bieten wir hier mal voll raus am Anfang, denn man kriegt hier dann diese Winde. Dann braucht man dann gar keinen Speed mehr. Wenn wir unseren Elan sparen, einmal hier rumzirkeln. Dann hauen wir einmal einen Elan raus, weil hier kriegen wir dann wieder einen Haufen. Ihr seht, wir sind fast komplett voll. Dann hier tief
dass wir nicht an der Decke hängen bleiben. Hier können wir nochmal rauselanen. Jetzt gehen wir hier tief rein und nehmen den Wind da unten noch mit. Weichen aber der Kugel aus, weil die nimmst du dann gern mal noch mit. Ich habe vollen Elan, ich kann eigentlich nochmal durchpfeffern. Mal Speed. So, jetzt schauen wir da, dass wir vorbeikommen. Warte mal, oh, ich hätte eigentlich die ganze Zeit noch mehr Elan ziehen können. Aber easy, ich habe es jetzt nicht optimal gespielt. Es war halt sauknapp. Ich hatte jetzt noch 3,5 Elan über, die ich nicht verwendet habe. Aber ich war eh schon so schnell, ne? Nicht, dass ich die Kurve nicht mehr krieg. Gut, dann sind wir da auch fertig. Und ich würde sagen, gehen wir zum nächsten. So, wir sind am nächsten Punkt. Hier auf den Koordinaten 58, 33. Und ja, da werden wir jetzt gucken, wie schwer das ist. So, Try Nummer 8 ist das, glaube ich. Mir haben jetzt gerade 1,2 Sekunden gefehlt, also es wird langsam. Speeden wir hier mal volle Lotze durch. Und irgendwo noch ein bisschen was rausholen. Da sind halt schon echt ein paar ganz enge Kurven dabei. Ach, da habe ich eine Orb nicht mitgenommen, das ist schon mal nicht gut. Oh, da bin ich jetzt aber ganz schön nah am Ding. Das war gut, das war gut. Ja, da kommt's. Gut, da waren jetzt sogar 2 Sekunden schneller, ne? Manchmal, auch jetzt hier bei dem Berg, ne, wenn das Ding da ist, dann kann man schon vorher nicht ganz nah an dem Ding fliegen, weil sonst kommt man hier so hinten weit raus, sondern weiter so rumfliegen und so rumzirkeln. Das geht eigentlich immer ganz gut. Aber da muss man die Strecke schon ein bisschen kennen. Okay, gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, noch 2 über. So, nächster Spot ist angeflogen und zwar sind wir auf den Koordinaten 37, 49. So, dann machen wir den zweiten Try. Der erste war, ich sag mal so, nicht optimal, aber hier speedet man auch richtig ab, ne? Wenn du da nicht weißt, wo du hinfliegen sollst, dann ist schon schwierig. Shit, bin ich jetzt aber ganz nah am Boden entlang geschubbert. So, wir können hier ein bisschen Elan am Anfang sparen, tatsächlich. Da wir hier die ganze Zeit, obwohl hier muss ich es dann schon reinhauen, ganz jetzt die Speedwinde kriegen. Zwirbeln mal ein bisschen Elan raus, hier sind keine Speedwinde mehr. Da müssen wir hin. Mal ein bisschen Elan raus. Was wieder Speedwinde. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt können wir ein bisschen Elan sparen. Jetzt wollte ich fast die Orb mitnehmen. Das war aber knapp. Okay, der ist ein bisschen. Das ist immer ätzend, wenn du durch so Bäume durchfliegst und dann halt nichts siehst, ne? Da wird sich vielleicht sogar fast anbieten, die Texturen runterzudrehen, dass die Bäume nicht so, so ausladen von den Texturen sind, dann sieht man vielleicht auch ein bisschen mehr, wo man hinfliegen muss. Aber es hat auch so gepasst. Easy. 2 Sekunden fast runter und dann haben wir jetzt nur noch 1 und ich hoffe nicht, dass das das Schwierige ist. Aber wir werden gleich sehen. Dann sind wir am letzten Spot und schon hier auf den Koordinaten 39, 75. Und da sprechen wir einmal den Kollegen hier an und schauen mal, wie schwierig das jetzt ist. Gut, das erste Mal hat nicht so ganz funktioniert. Jetzt gucken wir mal, ob beim zweiten Try das ein bisschen besser läuft. Es gibt da so ein paar enge Bögen, so wie den hier, da muss man durchfliegen. Und wenn man nicht so gleich auf dem Schirm hat, wo man hin muss, ist es doch ein wenig schwierig. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch hin. Hier oben ist nämlich einer und hier, diesmal habe ich die Kurve gekriegt, wunderbar. Bieten wir da so ein bisschen entlang. Geht's auch wieder halbwegs eng durch. Oh, da habe ich fast die Starthöhe touchiert. Dadurch. Mit dem anderen Bogen entlang. Einmal nach unten. Diesmal bin ich ein gutes Stück schneller, glaube ich, unterwegs als vorhin. Oh, die Bäume. Gut, die haben mich jetzt nicht abgemountet oder zumindest erwischt. Da müssen wir hinter. Einmal nach oben. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, aber ich habe so viele Elan über. Easy. Also das war eine einfache Strecke. So, wir haben jetzt ein paar Sachen gekriegt. Dadurch, dass ich jetzt hier das Goldene fertig gemacht habe, habe ich natürlich auch dementsprechend alle Rennen fertig. Also die normalen Rennen alle auf Gold und die schwierigen auch alle auf Gold. Und dementsprechend haben wir jetzt ein paar Belohnungen erhalten. Jetzt schauen wir kurz mal rein. Die kann ich euch jetzt mal zeigen. Es gibt eine T-Mark-Vorlage. Und zwar sind es die Schultern hier. Achso, können wir den Schal irgendwie nicht runter? Ah doch, das geht.
Also die Schultern kriegt man. Ja, sehen ganz nett aus, kann man nichts sagen. Dann haben wir bekommen ein Pad. Und dann haben wir noch eine Vorlage bekommen. Also wahrscheinlich gibt es das Pad für Silber oder und das andere dann für Gold, aber weiß jetzt nicht genau. Also die Belohnung, hier die, das hier gab es auf jeden Fall für Bronze. Und Gold und Silber habe ich halt gleichzeitig gekriegt, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was es dann wann gibt. Jetzt lernen wir das vielleicht noch. Also hier die Anpassung, die kann man die nicht angucken, oder? Ne, was man da genau kriegt, schade. Aber das Pad können wir eventuell angucken, wenn wir es dann finden. Ah, hier haben wir es. Dann gucken wir mal, wie es aussieht. Bronze. Ah, schau mal, das ist... Ach, guck mal an, das ist einfach hier so ein Protodrachen-Welpling mit einer Flagge drin. Ist auf jeden Fall passend für das Ganze und ja, damit sind wir jetzt tatsächlich mit allen Drachenrennen durch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch noch die anderen Videos angucken zu den anderen Zonen. Eventuell hilft es dem einen oder anderen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Videoguide wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sudala, ich wurde gerade noch darauf hingewiesen, dass ich einen Titel vergessen habe zu erwähnen. Es gibt noch den Titel Inselflitzer, den kriegt ihr natürlich auch noch. Habe ich jetzt nicht dazu gesagt gehabt, aber jetzt wirklich, ciao, ich bin raus.